Wieso hab ich hier eigentlich, was sind das? Martini-Gläser, was sind das? Ja, aber ich So. hab gar keinen Martini da. Hier ist doch nur Wein im Schrank. Im besten Falle könnt ihr vielleicht eine Sektflasche dazwischen sein. Vielleicht steht der Martini ja im Schrank. Die Schranktüren klemmen leider auch. Also der Handwerker war auch schon ein paar Mal da, aber leider auf dem falschen Server. Nur noch Dougal, ne? Dougal. Ja, und ich müsste McDougal. wieder in das Apartment eingeladen werden, was übrigens exakt identisch mit meinem Apartment ist. Genau wie bei Das mir, hatten wir ja. eben schon. Das liegt daran, dass es dann in einer anderen Etage ist. Je nachdem, wie viel das kostet und welche Apartmentnummer das hat, ist die Etage höher. Aha. Genau, und ich habe Penthouse, ganz unten. Du bist gar nicht in unserer Sitzung. Ja, du musst, ach so. Weiß. In der übrigens auch nur noch der Onkel und ich sind. Sonst keiner? Nee, alle anderen. Doch, hier ist das gerade Atomtrust. Warum kann ich den denn zumindest theoretisch nicht in mein Apartment einladen? Weiß nicht. Weil dein Tatsache, Apartment stinkt. Steam, sage ich schon, Rockstar verhindert, dass ich, wie hieß der nochmal, Atomtrust in mein Apartment einlade. Warum auch immer. Ich möchte jetzt endlich rumballern. Auch dafür danke, Rockstar. Wenn jetzt Atomtrust mein Freund wäre, hätte ich echt ein Problem. Pass lieber auf, dass das nicht auf der Blackliste steht, das Wort Atombrust. Es heißt ja nicht Atombrust, es heißt Atomtrust. Ja, ist doch nur Frust, ist doch egal. Ja, aber das geht ja wieder damit einher, dass er ja an die Atomkraft glaubt. Und das ist ja auch nicht so geil, oder? Genau, deswegen sollte er eigentlich komplett gekickt werden, ne? Vielleicht feiert der auch Atombomben insgeheim in seinem Keller oder so, was weiß ich. Wie kriege ich jetzt hier Invite to Game? Passt doch. Guck mal, da kann man einfach einladen. Gucken, ob er auch kommt. Wenn das mit dem Einladen denn immer funktionieren würde. Auch dafür nochmal, danke an Rockstar. Also ich wollte gerade zeigen, ich habe immer noch keine Einladung bekommen. Bist du also schon gewechselt? Muss ich, wie kann ich denn wechseln, Geh einfach Freund? zum Beispiel mal bei mir aufs Profil und dann, warte mal hier, Invite to Game. Jetzt müsstest du auch eine Einladung gekriegt haben. Oh, ich habe direkt schon Spiel beitreten gemacht und der Freundesliste. Genau. Jetzt habe ich eine Multiplayer-Einladung bekommen, zeitgleich. Ja, das ist doch Ja. bekloppt. Und bevor ich jetzt nochmal demnächst über Rockstar herziehe, muss ich aber nochmal sagen, Rockstar ist eine schöne Firma und das ist ein super Spiel, GTA 5, ohne Scheiß. GTA ist eh eine geile Reihe, ne? Das war ja schon immer. Boah, ich weiß, wie wir den Ja. ersten Teil gesuchtet haben in LAN-Netzwerk, ey. Boah. Da haben wir die Rechner Aber durch die auch Gegend Rockstar ist geschoben. nicht unfehlbar. Ja, aber guck dir mal an, hier 60 GB, was wie viel Fehler da drin sind. Du kennst das doch mit dem Code. Und wenn Rockstar mal in die Mülltonne greift, dann aber in die für biologische Abfälle. So, ich stehe in meiner Garage auf eurem Server, Channel, was auch sonst immer. Und Sehr hast gut. gerade eine Einladung bekommen. Oder nicht. Doch, die Hängt, habe ich bekommen. Die habe ich auch gerade oh. angenommen. Dann diesmal ein nicht sarkastisch gemeintes Danke, Rockstar. So, Dagel, weiß ich nicht, was mit dem ist. Apropos, Alex, herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Meiner Beförderung, ich wurde befördert. Ja, in der Crew. Ach so, ist das so? Du bist jetzt Bitch für alles. die kleine, ja, Ober. Warum liegen denn hier Kippen auf dem Boden? Weil ich ja am Rauchen bin die ganze Zeit. Der zieht irgendwie nur zwei, dreimal dran und wirft die dann einfach auf den Boden. Ich weiß auch nicht Ja. warum. Wie kann man rauchen? Ich würde auch Ich finde das rauchen. total verschwenderisch, aber. Das ist ein Emoticon, das Rauchen. Und wie aktiviert man das? Ich will ja auch Kippen hinschmeißen. Das ist Spielst du total einfach in Controller oder GTA. PC? PC. Controller oder Tastatur? Tastatur.
Dann weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass du total das Interaktionsmenü einfach öffnen musst dafür. Genau, erstmal drückst du M für das Interaktionsmenü. Da wählst du dann unter Aktion eine Aktion aus und anschließend drückst du die Feststelltaste. Ja, und wenn du dann mal ein anderes Emote-Icon machen willst, dann musst du dafür auch erst wieder ins Interaktionsmenü, musst da die Interaktion wechseln und kannst sie dann mit der Feststelltaste wieder ausführen. Übrigens, danke Rockstar. Ich müll deine Wohnung zu. Ich habe hier irgendwelche Pillen, die ich hier hinschmeiße. Hier, Pisswasser. Man kann nur eine Cola trinken, okay. Ah, hier, Smoke. Wolltest du zwei gleichzeitig trinken, oder was? Pisswasser will er auch nicht trinken. Da schüttelt er den Kopf. Ja, dafür musst du ins Inventar gehen. Und dann kannst du unter Snacks... kannst du dann auswählen, was du... Ja, das denke ich mir auch oft dabei. Und da kannst du dann auswählen, was du essen, trinken willst und dergleichen. Ne? Zum Beispiel eine Flasche Pisswasser. Da nimmt er aber auch nur so einen kleinen Babyschluck und schmeißt den auf den Boden. Ja, aber die E-Cola, die jetzt da auf dem Boden hochkant steht, weil ich sie so geil geworfen habe, die habe ich aus dem Aktionsmenü getrunken. Gibt es da auch eine Aktion trinken, ist das wahr? Na, da stand E-Cola trinken, da steht auch Pisswasser trinken. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass ich eine Nachricht bekommen habe, aber ich finde die Nachricht nicht. Doch, bei mir klappt das. Also, hast verträgst du vielleicht keinen Alkohol oder so? Ach nein, ich wollte gerade sagen, du hast kein Pisswasser. Du kannst nämlich kein Pisswasser trinken. Ich habe nur noch 20 hast. Kippen im Inventar. Was? Die ja, gehen, dann die musst gehen du mal rauchen. Ne? Ja, natürlich ja, gehen die leer. Die gehen leer. Du musst ja an der Tankstelle musst du dir neues Pisswasser holen oder an einem Kiosk. Oder neue Kippen halt oder Cola. Ich habe keine oder Zigaretten. Snacks. Kokoriegel. Ja, ich habe 20, aber ich glaube, ich kann dir keine geben. Ich glaube, so weit hat Rockstar da nicht gedacht. Nee. Oh, da, warte, ich habe einen Anruf. Hallo? Kannst du mich hören? McDougall, kannst du mich hören? Hallo? Klappt ja gut mit dem Handy. Ja, also das Telefonieren geht echt super. Ja. Muss ich jetzt noch selber Danke Rockstar sagen oder übernimmt das TV jemand anders? Danke Rockstar. Nee, es ist einfach ein verdammt großes Spiel und da kann natürlich auch viel schief gehen. Ne? Kann, muss aber nicht. Vor allem, jetzt kann ich ihm den... Lad ihn mal ein, der ist bei uns auf dem Server. Am witzigsten finde ich den Server-Bug, wenn plötzlich links die ganze Seite hochsteht, hat das Spiel verlassen. Ja, das ist, wenn du einen Disconnect hast. Das sieht dann so aus, als hätte der Rest der Welt einen Disconnect, aber in Wirklichkeit hast du nur die Verbindung vom Server kurz verloren gehabt. Ich habe dadurch eben ein Rennen gewonnen. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich war da kriegst du ja Tuning-Teile für. Ja, ich war mit 18 Leuten in einem Rennen drinne und plötzlich stand links alles so, hat das Rennen verlassen. Und ich fuhr als Erster da durch. Yes! Hab auch das Geld für 18 Leute bekommen. Also ich habe knapp 10.000 dafür bekommen für das Rennen. Ja, nicht schlecht. Da ist er ja schon. Ja, dann komm, dann lass uns jetzt mal die Mission machen. Ey, wie sieht das hier schon wieder aus? Ja. Hast du keine Putze, sag mal? Ja, die war eben schon mal da, aber leider auf dem anderen Server. Ja, komm jetzt hier, lass uns hier... Das ist dasselbe Problem mit dem Handwerker. Ja, aber das ist auch, weil du so hässlich bist. Die haben doch keinen Bock, hier hinzukommen, wenn du da bist. Also lass uns arbeiten gehen, ich brauch Kohle. Ich trage ja schon extra Handschuhe, damit niemand mit mir in Kontakt kommen muss. Ja, besser ist das, ey. Ich trage Handschuhe, weil sie cooler aussehen. Ach du Scheiße. Hi, Dougal. Oh, da muss ich aber nochmal kurz drüber nachdenken. 100.000 kostet mich jetzt der Job. Ja, jetzt geh da hin und mach das. Komm, hopp. Sag mal, habt ihr den TS nochmal gewechselt? Oder beim letzten Mal? Wir waren beim letzten Mal auf dem anderen. Nee. Wir hatten dir erst einen anderen gegeben und haben dann gesagt, nee, du musst hier rüberkommen. Erinnerst du dich? Ach so. Merk dir den. Also hier kannst du jederzeit draufkommen. Wir sind ja abends dann auch immer hier. Ich hatte eine andere. Jetzt übertreib mal nicht, Onko. Ja, du bist nie hier. Da muss man ja erst hier reinkommen, bis du kommst. Aber lass den armen Jungen doch mal aussprechen. Ich war die ganze Zeit auf einem anderen TS-Server und die haben schon gefragt, immer, wo kommst du her? Sehr geil. Ja, das musst du sagen, von den blauen Bergen. Nein, der andere Server ist mein Arma 3-Projekt. Ach so. Aber ich bin mal hier im Minecraft Social drin. So, hier fehlt noch einer. Der Bock jetzt.
Lad doch mal hier den ein. Ja, ist doch schon. Der muss doch nur hier in den Raum reingehen. Gut, dass Tobi nicht da ist, ne? Sonst wird es jetzt eng werden langsam. Aber du weißt ja, eng ist ein dehnbarer Begriff. Hör auf damit. Vor allem, wenn du das sagst. Komm, wir verteilen mal hier Gratisrechte hier, damit ihr einfach in den Channel hier reinkommen könnt. Zack. Hauptsache, wir sind mal zack. Ja, ich muss arbeiten. Eben, ich auch. Aber hier, der Heisenberg, der Alex, der ist so langsam, ne? Ach so. Macht keinen Spaß mit dem. Der braucht immer ewig. Ja, schrecklich, ne? Beschwert ihr euch jetzt darüber, dass ich das Spiel nicht schnell genug starte oder darüber, dass ich im Spiel nicht renne? Darüber, dass du so viel redest. Fertig? Okay. Ach, das ist falsch. Warte. Hä? Jetzt sind wir wieder am Apartment, obwohl das verstehe ich auch nicht, ne? Jetzt kommt eine Katze hin, da sollten wir vielleicht mal die Klappe halten. Der Hässliche. Well, you all look good, How do I look? Do I look like a model? Like I work at Pekka Woods? Like a regular dream boy? Dein Arschloch, ey. Whatever. We all love banks, Especially the big ones that take big risks, because they just know that if they went under, we'd all be dead. Too big to fail. Great idea. Let's put it to the test. Well, this is a little something I came up with. I like to call it bank robbing with a social agenda, if you will. It's something I tell myself so I can get some sleep at night. Anyway, those overly leveraged turds at Pacific Standard Bank, they are going to be hit at their flagship branch. How are we going to do that? It's a little complicated, but there are some trucks that I need you to photograph. One of those trucks has a built-in transponder, and we need our transponder to blip out a don't explode signal to the dye packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal. Get it? All right, don't worry about it. Just photograph the trucks, and I'll tell you which one to hit. And once we've done that, we'll need to have the transponder programmed to Pacific Standard's frequency. Now, my signals expert, Avi Schwartzman, he's been on the run for years, you know, avoiding people, hold up somewhere in the middle of nowhere, near North Chumash, you know. You go up there, you make nice, and you bring the device back, and then I will brief you on the rest. What do you say? Oh, not very much, I imagine. Oh, was ein Freak, ey. Be good! Also jetzt endlich beim vierten Überfall kommt eine Bank. Ja, wie viel Kohle gibt's denn? Keine Ahnung, wie viel es gibt. Hey, du bist doch hier der Auftraggeber. Bin ich der Auftraggeber? Für uns schon. Höchstens der Vermittler oder so. Du bist der mit Lester rummacht. Ja. Schade. Naja. Was denn? Dadurch, dass ich jetzt hier mitmache, muss ich leider das Ganze in der Reihenfolge rausnehmen. Oh. Ja, ich habe nur die allererste Mission bisher geschafft, weil irgendwie immer Leute abspringen. Ja, das ist eine Kacke, das stimmt. Ja. Aber machen tut man die eh alle irgendwann mal. Ja, es gibt halt nur einen Bonus, wenn man die Herausforderung schafft, ne? Okay. Ja, gibt aber, glaube ich, 1 Million, ne? Ja. Und wenn man sie in der Reihenfolge alle auf schwer macht, gibt es 10 Millionen. Ui. Ja, das kann man sich doch bestimmt irgendwie als Ziel setzen, dass man von vorne anfängt und alle auf schwer durchzockt, oder? Ich hoffe mal. Ich denke nicht, dass es nur einmalig am Anfang geht, das wäre ja totaler... Nee, das geht immer. Also du kannst jederzeit wieder vorne anfangen und kannst dann nochmal durchziehen. Gut. Vor allem auf schwer schaffst du ja am Anfang gar nicht erstmal, denke ich. Die erste Mission habe ich auf schwer gemacht. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Da war ich gerade mal Level 12, ja.
Okay. Oh, ich bin Fahrer. Ich will nicht aussehen wie ein Tourist. Geh weg. Allzeit sieht schon besser aus. Partnerlook. Dieses Pseudo-Lacoste-T-Shirt, ne? So, ich bin fertig. Ja, ich überlege gerade, welches Auto ich nehme. Ich bin eigentlich eher so ein Motorradfahrer. Du siehst auch aus wie ein Motorradfahrer. Ja. Aber diese Missionen, die man da macht, die Aufträge, ich finde das schon irgendwie alles geil auf GTA 5. Das macht schon Spaß. Toll, 20.000, dafür bewege ich mich jetzt. Nein, du hast dir nicht die Karre gekauft, oder? Doch, natürlich. Verdammter Freak, ey. Ich bin der Fahrer übrigens. Komm weiter. Nee, wir sind beide Fahrer, das klappt so nicht. Okay. Einer von euch muss zu mir und Onkel muss rüber zu euch als Fahrer. Auf. Aber ich will kein Motorrad fahren. Trackify uses a signal on your phone to tell you when you're going in the direction of a target, but it's not very good. Klingt ja schon gut an. Yes. Moment, ich muss mein Fahrzeug, glaube ich, erstmal freischalten. Ja, fahr du ruhig, ist ja egal, Hauptsache wir sind nicht verteilt. Wer sitzt denn jetzt bei mir drin? Der Gagel. Ja, du musst mir sagen, wo der Transporter ist. Ich sehe nicht, wo der Transporter ist. Ja, ich sehe es auch nicht. Und wo müssen wir hin? Orte mit Trackify einen Transporter. Also, verdammt nochmal, das ist Trackify. Das ist die neue App, die auf deinem Handy installiert wurde gerade. Take a Navigator so, okay, Team, make to a van. Ach, wir müssen einen Van haben. Ich hab schon. Na, ich fahr schon zu meinem ersten. Okay. Da also kommt ich muss zu dem Auto. Irgendwie. Sollen wir nicht alle in den gleichen Wagen einsteigen? Nee, wenn du die Trackify-App öffnest, dann erscheint da so ein Radar, da sind so rote Punkte drauf. Und welche, zu diesen roten App? Punkten... Trackify, das ist die rechts unten, die hat sich neu gerade auf deinem Handy installiert. Echt? Ja. Nee. Gib Gas. Ich hab ja, ich... Internet. Aber ich bin ja auch Fahrer, kein Navigator. Da muss der Navigator das öffnen. Genau. Deswegen, lass uns mal das Auto wechseln, damit ich Auto fahren kann. Ich muss doch fahren. Die scheinen aber ziemlich weit weg zu sein. Oder kannst du beides, die App sehen und fahren? Ich kann beides, ja. Okay. Zu spät. Nichts, nichts. Und was sollen wir machen? Fotos oder kaputt schießen? Ja, ich Fotos. Glaube Fotos. Da ist er. Und verfolgt ihr gerade den gleichen wie ich oder was? Weil ja. Ihr seid auf der Karte nämlich jetzt glaube ich da, wo ich den sehe. Okay, dann nehme ich einen anderen Punkt. Kannst du aus dem fahrenden Auto ein Foto machen? Ja. Komm mal. Ich bin auf dem Motorrad. Ich meinte mir Google. Ja, du musst ein Foto davon von dem Laster machen. Ich fahre mal einfach daneben, so ganz vorsichtig. Dann machst du ein Foto. Jo, kann ich hab. Moment. Wir stehen jetzt total unauffällig daneben. Achso, ich brauch Nummernschild. Jetzt kann ich von. Ich muss hinten. Aber man muss ein Nummernschild fotografieren. Da ist er. Links der. Ja. Jo, ich hab. So, wir haben das erste. Dann navigier mich mal zum nächsten. Ah, was machst du? That's good. A clear shot of the plate. Now, get me the rest of them. Okay. Du musst das fotografieren, oder? Muss ich? Ja. Ja, das könnte auch der Fahrer fotografieren, aber fahren und fotografieren. Ich bin verboten, sondern ich hatte gerade als Fahrer ein Foto gemacht. Von dem Nummernschild. Oh Gott.
Nee, ich kann nicht fahren und Foto machen gleichzeitig. Okay, Moment. Oh, das steht aber hier die Ampel ist jetzt zum Glück rot gerade, genau. Boah, bei mir kommst du total laggy gerade rüber hier. Siehst du, du musst beides machen. Ich sitze hier nur rum. Alright, I got another picture. Wir stehen gerade. Was, wir stehen? Wir stehen nicht, wir fahren. Echt? Bei mir steht gerade alles. Also echt? Die Autos drumherum, aber ich kann dich nicht mehr navigieren, weil ich... Wir bewegen uns nicht. Okay. Ah, scheiße. Gut. Zwei von vier haben wir, ne? Nur noch 4 Minuten Zeit. Das ist eine Scheiße mit den Leck. Der da schon da vorne ist, ein Müllwagen. Vor uns, der ist direkt vor uns. Da ist er, rechts. Ja, mach mal das Foto. Links von uns sind die anderen, ne? Ich hoffe, wir fahren nicht nach da. Ne, ne, ich fahr zu dem rechten Punkt von uns. Okay, ich sehe ja nichts. Das war nicht nah genug, wir sind nochmal. Jo, haben wir. Der letzte kommt sofort. Ich fahr gerade straight drauf zu, da vorne ist er. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er kann blau leuchten. Und er steht auch glücklicherweise an einer roten Ampel. Ja. Ah, jetzt ist er grün. Nein! Hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. So, wo ist jetzt die Ballerei? I've got all four plates now. In den Vorbereitungen hast du kaum Ballerei. Oh doch. Ja, er hat ja erst eine Vorbereitungsmission gemacht. Natürlich! Den ich als erstes fotografiert habe. Egal, der liegt bei uns auf. Hauptsache, ich kann jetzt mal fahren und sitze hier doof rum. Gott, lass die Autos leben. Was müssen wir mit dem machen, wenn wir ihn kriegen? Dahin bringen. Halt aus, hey, wo willst du hin? Der hat ihn doch schon. Wir haben ihn. Okay. So, jetzt ganz gemütlich. Es scheint so, als wenn ich keine Lichter habe. Ist auch super schnell der Wagen, ne? Hm? Juhu! Action! Puma Action Livestream hier! Mit der Polizei. Ja. Oh, Baum, Baum, Baum! Ich wollte auch gerade sagen, Vorsicht, Baum! Aber hier müssen wir auch auf andere Sachen achten. Ich kann einfach geradeaus fahren mit meiner Karre. Kann ich bestimmt auch, aber ich dachte, ich bringe den mal heile zu Lester. Außerdem hat er gesagt, wir sollen keine Aufmerksamkeit erzeugen. Genau, also... Muss ich dann bei Rot stehen bleiben? Ich glaube, das ist hier leider tatsächlich keine Aufmerksamkeit erzeugen. Nee, irgendwie nicht. Auch Unfälle nicht, ne? Nee. Außer du fährst in Bullen rein. Ich habe letztens am Flughafen einen Polizisten aus Versehen angerempelt, da wurde ich direkt erschossen. In Real Life? Das oder? natürlich in Real Life. Ich glaube, dann würde er uns das nicht mehr mitteilen können. Gibt es noch was anderes aus dem Real Life? Die Kurvenlage ist ein bisschen... naja. Ich hatte das jetzt mal gehabt, ich habe nur die angehubt, die Polizisten. Ja, hat er erstmal eine Sirene angemacht und dann hat er mich gekascht. Viel lustiger ist das, was ich mache als Zeitvertreib. Ich schiebe andere Autos in Polizeiwagen. Das ist auch gut. Weil dann die Polizei nämlich diese Autos verfolgt oder erschießt. Das kann nie verkehrt sein. Transponder should be back here. Toll, da ist ja nichts drin. Yep. That's the model. Yeah, model. When you can, take it to Lester's guy. Hey, Tika. Da ist auch eine komische Mannsweile, ne?
habe ich nur Silber? Ich saß doch nur ganz still da. Warum habe ich nur Gold? Ich habe doch drei Sachen gleichzeitig gemacht. Genau, deswegen, weil du nur alles auf einmal machen wolltest und mich nichts machen lassen hast. Und ich habe es professioneller gemacht. Aber 20.000 für nichts tun ist sauber. Obwohl, ich bin ja gerade gefahren, ne? Mein Bankkonto freut sich, ich bin nämlich chronisch pleite in GTA Online. Ja, ich auch. 45 hatte ich noch. Ja, hattest du 3 mehr als ich gerade. Wieso willst du noch 3 mehr haben? Du bist die ganze Zeit erschossen, oder wie? Nee. Ich tune zu viel. Ich werde die ganze Zeit erschossen. Nee, ich habe das Problem, ich sehe ein geiles Auto, das ich kostenlos in die Garage stellen kann, dann stelle ich es in die Garage und dann muss ich es erstmal tunen. Oder ich bekomme neue Teile, dann muss ich sie direkt einbauen. Ich habe ein neues Fahrzeug freigeschalten. Den Box will. Den kein Mensch haben will. Mikrofon muted. So. Ich habe hier ein tolles Auto gefunden. Wer will mit mir mitfahren? Ich habe auch ein tolles Auto. I'm gonna kill you. Ernsthaft? Aua! Boah, der Pieter da drüber. Bin ich hier. Okay, dann nehme ich halt mein Motorrad. Das wäre fast mein Gesicht gewesen, das du mit deinem Auto geküsst hättest. So, wer will einsteigen? Wir müssen sowieso wieder zu mir fahren. Ja. Ich sitz vorne. Was hat dieser Truckfahrer oder vor allem auch der SUV-Fahrer sich gerade gedacht? Zieht dich jetzt raus. Hier zieht mich niemand raus. Schön drauf parken. Also der dürfte keinen Schaden kriegen. Der dürfte nur nicht aufstehen können. Das ist das falsche Auto. Aber im Spiel kriegt der tatsächlich Schaden, solange ich auf ihm stehe. So, sind alle drin? Nee, da fehlt doch noch jemand. Ja, aber der könnte auch gar nicht einsteigen, selbst wenn er wollte. Irgendwie glitscht er bei mir gerade durch den Boden. Einmal umfahren, dann geht das wieder. Onko, du musst dich bewegen. Ist der Onko überhaupt noch da? Da ist ein Mikrofon gemutet. Im TS. Ui, wie ist das? Da versucht wieder jemand meine Karre kaputt zu machen. Können Sie auch vergessen. Aber der Onko, der stürmt gleich. Die anderen Spieler werden das nie verstehen, dass die Karre hier einfach nicht kaputt ist. Okay, sie ist kaputt zu kriegen, aber nicht so. Da musst du schon mal das Herz entkommen. Da ist gut Bananenwerfer. Kann nur jemand abknallen? Ach, der ist unsterblich? Ja. Boah, what the fuck? Ich würde sagen, Cheater. Ja. Würde ich auch mal. Hätte das nicht passieren dürfen, oder? Ich habe dem, glaube ich, mit einem vollen Magazin komplett seinen Schädel weggeballert und der hat keine HP verloren. Ja, ich habe dasselbe gemacht. Also hat er schon 2 Köpfe verloren, aber keine... Wie heißt es? Keine Leben. So, dann jetzt mal das Handy aufmachen und dann guckt ihr unter Kontakte, nimmt den Bananenwerfer und geht auf
War da nicht irgendwo, dass man ihn melden konnte? Profil ansehen und dann melden wahrscheinlich. Aber man kann noch nicht einmal einen anderen Spieler, der cheatet, melden. Danke, nein, Rockstar. Nur blockieren. Danke, Rockstar. Also ich nehme hier und hier ist alles in Flammen aufgegangen. In den Einstellungen geht das. In den Einstellungen? Online. Da auf Spielerliste. Also auf Online, Spielerliste. Oder Spieler so, da ist es. Und dann alle Bananenwerfer hieß der Typ auswählen. Ja, auch wenn er 159 ist, aber. Ja, das hätte er sich gecheatet. Genauso wie das Geld. So, hier gibt es dann die, was man machen kann: Spielbehinderung, Fehlerausnutzung, Spieler. Fehlerausnutzung. Fehlerausnutzung, ne? Ja, woher sollen wir das wissen? Ne? Aber ich schätze mal, dass das Spielfehlerausnutzung ist, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Zumindest Sicherheitslücke. Wisse, wie heißt das Tool? Steht gerade im Chat. Da fragt einer, wie das Tool heißt, was er nutzt. So, Spieler wurde gemeldet. Yep. Ich hoffe, das haben auch alle noch gemacht. Hab ich. Was machen wir jetzt? Nächster, ne? Ja, bitte. Einladung. Ole, genau. Wo ist denn jetzt hier? Warum bist du nicht im Apartment? Weil wir... Ja, wieso bist du auch jetzt wieder da? Wo warst du eben? Ich hab Disconnect. Bei mir verlassen gerade alle wieder den Channel. Und ich war gerade beschäftigt. Und als ich wieder am Rechner war, da war alles in Flammen aufgegangen. Ja, hier noch. Kam Bananenwerfer, der mit God-Mode und meinte uns wegzuballern. Ja, der hat dann plötzlich eine Minigun rausgeholt und dann ging alles in Luft in Flammen auf und so. So, ich muss aber jetzt mal eben wieder im Spiel beitreten. Details der GTA Online-Sitzung werden abgerufen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hinfahren muss. Ich schon, weil ich wohne da. Ich stehe da gerade direkt vor. Ja, und ich brauche jetzt erstmal. Ich wohne auch da. Da müssen wir hin. Geil. Okay. Oh, wir wollen am Klappen im. Achso, aber für mich persönlich hat es tatsächlich nur zu dem mittleren Apartment gereicht. Auf der mittleren Ebene. Ja, ich habe auch noch für 1 für 200.000, also ziemlich weit unten. Ja, ich fand es jetzt doof, obwohl ich halt den Vorbestellerbonus und alles gekriegt hatte, mir dafür direkt ein Luxus-Apartment, um da das ganze Geld reinzuballern. Ja, ich habe auch nur vorbestellt und ich habe keinen der Bonusse gekriegt. Echt nicht? Nee. Okay, weil ich hab's ja auf Steam und bei Steam steht sogar explizit drinne. Hab's halt bei Steam. Der Sound bei mir. Okay. Heute echt Soundprobleme. Also nicht nur vom Teamspeak, sondern mein Motor. Kann natürlich sein, dass mein Motor kaputt ist. Nee. Okay, wenn ich aus der Garage in den Aufzug gehe, kann ich nicht in dein Apartment. Alles klar. Das könntest du, wenn ich da wäre. Achso, du bist noch gar nicht zu Hause. Okay. Nee, ich muss ja erst mein Auto abholen, weil das ein Luftgejagt wurde. Ach ja. Ja, mein Motorrad auch. Ja? Nee. Ach, ich bin falsch. Und damit wir das in der nächsten Mission wieder nutzen können, muss ich das erstmal abholen. Doch, meine Akku ist nicht da. Dann schnapp ich mir meine Barty, um mir meine Akuma abzuholen. Aber deine Karre steht doch eh gleich vor der Tür. Nee, nicht wenn die kaputt gegangen ist. Dann musst du die erstmal. Nee, aber wenn die irgendwo nur rumstand. Ja, aber die ist in die Luft gesprengt worden. So. Weil da alles in der Umgebung in die Luft geflogen ist. Ich hatte gewundert, dass ich das überlebt habe, dass ich da mitten drin stand. Ja, mich auch. Guck mal, Motorradfahrer.
Oh, der hat jetzt bei mir irgendwie Nico. Oh, oh, der war auch ganz übel aus, wie der gefahren ist. Okay, warte mal, kann das sein, dass ich jetzt ein anderes persönliches Fahrzeug habe, das meiner Akuma direkt nach Hause geliefert wurde? Eigentlich nicht. Eigentlich wird die da zu diesem Dingens geliefert. Versicherungskram. Na, nö, die steht bei mir in der Garage. Hast du ein Glück. Ich bin aus der Garage mit der Barty gefahren, habe den, den Versicherungsfritzen angerufen und bin wieder in die Garage rein. Und jetzt sind alle meine Fahrzeuge wieder in der Garage. Weil das zu dem Zeitpunkt, wo du es wiedergeholt hast, nicht dein persönliches Fahrzeug war. Das könnte sein. Ja. Dann muss ich das beim nächsten Mal aufnehmen, oder? Hat auf jeden Fall Zeit gespart. Da ist ein Spieler. Achso, der ist im Passivmodus. Aber der andere nicht. Soll ich den abknallen? Oh, mein Geisteszustand ist wieder leer. So, jetzt bin ich in meiner Garage. Apropos, dein Geisteszustand ist leer, das kann man auch falsch verstehen. Ja, super, und ich bin jetzt gestorben. Tut mir leid. Nicht. Genau, da stand's gerade. Hack doch einfach nicht. Ist die beste Lösung. Hacker sind Kacke. Kann das sein, dass Dragon eine der... Eye. Mit wem unterhält er sich da gerade? Der scheint anscheinend bei mir geblockt zu sein. Ja, ich werde gerade umgebracht aus einem Polizei-Wagen heraus. Da hat er mich getötet. Was ist denn jetzt hier mit Mission oder Iron Maiden rum? Ja, ich bin dabei. Hetz doch nicht so. Ich würde im Passivmodus nach Hause fahren, weil da vorne steht einer in einem Polizeiauto und schießt mit einer Minigun da raus. Oh, ich würde mal fahren. Ich das hasse, die rumballern. Das ist wohl auch ein Cheater, weil mit einer Minigun aus einem Fahrzeug herausschießen sollte eigentlich nicht gehen. Ja. Doch, das geht doch. Mit einer Minigun? Nein. Nee, du kannst nur mit, wie heißt es, den MPs. Mit der Uzi. Also mit Maschinenpistolen und Pistolen geht es. Sonst nicht. So, ich lade euch mal alle wieder ins Apartment ein. Ja, bitte. Soll ich Bananenwerfer auch einladen? I'm sorry, friend. Mitzelrunner? Ey! Okay. Entschuldigung! Verpasst er mir mit seiner Waffe eine und ich sterbe! Ich hab ihn getötet? Ich hab ihn getötet! Du hast mich getötet, ja! Ja, ich hab dich auch getötet, okay. Aber das war eher ein Versehen. Ich brauch eine neue Einladung. Nee, da ist sie. Hab sie doch noch gesehen. Aber ich musste den einen da eben noch abknallen. Geht ja mal gar nicht. Aber wenn der Cheats anhatte, waren die echt mies. Ja, steht auch im Chat. Der hat's ja zugegeben. Endlich. Ich meine den ich jetzt gerade erschossen hab. Ach so. So, können wir jetzt hier... Hier ist der auf dem Arbeitsab. Ah nee, ich muss erst eine Sache machen. Es muss ja in das Zimmer rein. Es gibt immer sein Ritual, was ich vor jedem Auftrag mache. Das ist eine schöne Aussicht hier von dem Apartment. Einmal eine Bon ziehen oder was? Ja. Jedes Mal. Boah, dann trinke ich einen Whisky vorher. Ich habe hier so eine direkte 6-spurige Autobahn bei mir, bei meiner Apartment. Ist auch schick. Ich habe irgendwo im Ghetto noch eine Garage gemietet. Keine Ahnung warum. Da bist du nicht der Einzige. Aber die war so günstig. Und ich habe gedacht, es wäre ein Apartment oder ein Häuschen oder irgendwas. Nein, das war nur eine Garage. Ist das ein Problem, wenn ich gleich volltrunken da in das Zimmer reinkomme? Nö, du siehst nur nichts. Also wenn du kippst, siehst du nichts. Dann ist alles so komisch. Bei mir schwankt gerade schon alles nach dem dritten Whisky. Ich glaube, bis 6 geht's und dann kotzt man. Echt? Dann kann man auch nicht weiter trinken, ja. Boah, jetzt flimmert das ganze Bild wie so durch so ein Feuer geguckt. Ah, holy shit. Okay, einer geht noch.
Wank ich bei euch eigentlich dann auch? Ja, ne? Beweg dich mal. Okay. Hab dein Whisky mal wieder zugemacht und jetzt komm ich ins Zimmer getorkelt. Boah, voll getorkelt. Geil. Kotzt hier dem Alex nicht auf den Teppich, du. Ja, bitte nicht. Nee, dann hätte ich noch einen trinken müssen. Wobei, er hat seine blauen Putzhandschuhe an, das passt schon. Ich bin keine Putzhandschuhe, das sind die Handschuhe, mit denen ich dich gleich erwürge. Ach so. Das sind Würghandschuhe. Das sieht aus wie Putzhandschuhe. Also. Kann schwere Panzerung endlich tragen. Ich find's ja lustig, dass es leichteste, leichte und normale Panzerung gibt. Ja, oh, ich habe jetzt auch Heavy Armor. Cool. Hallo, ja. Keine Ahnung. Ready. Frag mich nicht. Ja, ich bleib beim aktuellen Outfit, glaube ich. Ich habe das jetzt mal so eingestellt, dass wir unsere eigenen Outfits verwenden können. Das finde ich gut. Ich kann sogar nur meine eigenen benutzen. Ich kann gar kein anderes auswählen. Ja, du kannst nur die eigenen Outfits verwenden. Und was ist, wenn man keine Maske hat? Also, ich konnte zum Beispiel nur aktuell auswählen, nicht meine eigenen Outfits. Also, in dem Modus mit den gespeicherten Outfits hast du so eine schwarze Standardmaske. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo ändern kann. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Wir fahren alle bei dir mit, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sorry. Aber du kannst auch gar nicht fahren. Ja, es sollte irgendjemand nach vorne gehen, der fahren kann. Ich will fahren, ich will fahren. Ich hab mich jetzt einfach mal hinten reingesetzt. So, this guy's meeting you off the Western Highway just before Toledo Bay. Ich nerv der Sound ein bisschen. Kannst du bitte ein bisschen ruhiger fahren? Ich versuch hier hinten eine Tüte zu drehen. Ich fühle mich wie, als ich gerade gelaufen bin. Hier, siehst du das? So viel halte ich von deinem Fahrstil. Du hättest da abbiegen müssen. Abbiegen. Verboten, das Problem ist, das Auto macht zu viel Spaß, als dass man dann noch abbiegen will. Straßen, ja, das ist wirklich so. Straßen. Fahr das Auto mal. Du brauchst mit dem Auto hier keine Straßen. Ich habe zwei Sand Kings in der Garage stehen. Da braucht man auch keine Straßen für. Ich weiß nicht genau, welches Auto du meinst, aber es ist garantiert nicht so gut wie das hier. Die Sand Kings sind die riesengroßen Geländewagen. Die schon fast aussehen wie Monster Trucks. Okay, dann ist das definitiv nicht so gut wie der hier. Wie viel hast du jetzt eigentlich für die Karre bezahlt? Knapp 400.000, glaube ich. Ist komplett gepanzert. Ich habe mal geguckt, der hält 5 Haftbomben aus. Oder 10 Raketen. Wie es mit Annäherungsminen aussieht, weiß ich nicht genau. Da ist irgendwas mit dem Boot, ne? Ja. Oh. Naja, theoretisch kann man die Leute durchs Fenster erschießen, aber die Fenster sind halt um einiges kleiner und schwerer zu treffen. Mein Gott, Wendekreis wie ein LKW. Du hast den aber schön da eingeparkt. LKW hat einen kleineren Wendekreis. Richtig schön reingesammelt. Ich guck mich genau. Ich seh die Boote, wo wir hin müssen. Packen wir jetzt Jetski? Hier. Wir fahren jetzt Jetski! Wenn wir die Fahrt dahin überleben. Geil. Da flüchtete schon einer. Warum laufen wir eigentlich alle mit gezückten Waffen durch die Gegend? Aber weil das cool aussieht. Weil wir Gangster sind, richtig böse Rapper-Gangster und so. Vor allem und so.
eigentlich nicht da. Soll auf irgendjemanden warten? Nein, auf jeden Fall. Sea Sharks, get to the island. It's only a matter of time before he doesn't push Cassidy the peanut job. Ja, das ist doch mal geil. Schön mit dem Anzug auf dem Jetski. Jetzt nicht hängen bleiben. Oh. Scheiße. Eine Welle, da ist die Welle. Oh, schade. Na jetzt. Ah. Oh. Ist schon geil, ne? Oh, fuck. Ja, hier war gerade eine Welle, bei der ging das Tal bis runter auf den Boden. Ihr müsst mal Shift-Taste drücken, damit ihr ein bisschen schneller da hinten seid. Echt? Mit Shift ist man schneller? Halte ich ja für einen Mythos. Nee, das auf keinen Fall. Sind wir nicht in der Kirche? Ich will nicht sagen, ich will nicht verderben, aber jemand muss mich abholen. Mein scheiß Boot ist auf dem Strand gelandet. Sehr geil. Ich hol ihn ab. Ah, ich hab's frei bekommen. Okay, ich hol ihn doch nicht ab. Hätten wir doch auch mit dem Auto hinfahren können. Das wäre aber nicht so cool gewesen. Ja, stimmt. Boah, vor lauter Wellen kann ich gar nicht lenken. Das ist mal wieder ein Danke Rockstar-Moment, ne? Ey, komm, ich hab grad voll die stylische Aktion gemacht. Einmal über den Strand sliden, wieder zurück ins Wasser. Ja, ich hab's gesehen. Und, ja. Ja, und ein kleiner Physik-Nachhilfekurs für Rockstar. Eine Gicht entsteht, wenn sich eine Welle bricht. Ja, das tut sie normalerweise am Strand oder wenn sie auf irgendein anderes Hindernis trifft, aber nicht mitten auf dem Meer. Das war auf ihrer Umzug-Klugscheißer, das ist ja ekelhaft. Ja, einer muss es ja machen. Wann kommen denn jetzt... Demnächst kommen noch die Aufträge mit bis 6 Leuten, ne? Ich hab schon welche mit 6 und mit 8 Leuten und so. Okay, weil wir sind ja jetzt schon 5. Das heißt, wir brauchen noch Nachwuchs. Ja, für die Mission wäre das nicht schlecht. Da oben fliegt ein Helikopter. Der ist von der Polizei, wenn ich das richtig sehe. Warum bist du denn schon da hinten? Du hast doch auch hier was an, ey. Ich kann fahren. Ich hüpfe mehr, als ich fahre. Ja, das stimmt. Nochmal ein Hinweis an Rockstar. Wenn Kunststoff auf Kunststoff knallt, entstehen keine Funken. Doch, guck doch. Das ist auch eine physikalische Tatsache, für die wir nochmal Danke Rockstar sagen. Wo bleibt denn ihr jetzt hier? Ja, aber echt. Ich glaub, ja, wir warten, bis die Bullen weg sind. Die Bullen haben uns... Hol mal den Heli da runter. Ja, wir sind jetzt, weil wir hier 3 Leute sind, du weißt ja, ein neues Versammlungsgesetz in Amerika, ja. Wir zählen jetzt direkt als Terrorzelle. Der ist zu weit weg, ich kann ihn nicht erwischen. So wie alles auf der Insel. Gib mir etwas, wo ich an Land gehen kann, dann kann ich die runterholen. Take-out, du Kopf. So, wir sollen jetzt irgendjemanden hier retten, ne? Ja, ich guck mal gerade, ich glaube, diesen Stein kann man tatsächlich als Rampe benutzen. Ich mache jetzt einen auf Rambo. Und fliege mit dem Jetski auf die Insel. Das ist eine geile Idee. Und ich versuche mit dem Heli. Dann bin ich schon dran. Oh, scheiße. Ich bin auf mich geschossen. Oh mein Gott, sind hier viele. Ich spring wieder ins Wasser. Mein Gott, ich treffe auch nichts mehr. Also ich kümmere mich erstmal nicht um die Helis, weil auf der Insel zu viel los ist. Okay, es hat nicht funktioniert.
ganz schön viele. So, Helis sind weg. Komm, mit dem Scharfschützengewehr nicht weit. Keine Deckung, ey. Doch. Ich hab hier voll die Deckung. Ich balle auch schon fleißig alles Mögliche ab, was sich bewegt. Die Rüstung muss auch schwer auch geil sein. Wie oft soll ich den denn noch in den Kopf schießen? Der hat auch einen God-Mode an. Definitiv. Oh, da liegt irgendwas rum. Medikit. Und Kohle. Medikit könnte ich gerade gut gebrauchen. Du kannst auch stattdessen einfach aus deinem Inventar etwas essen. Ich habe leider nichts dabei. Dann müssen wir gleich mal zum Kiosk gehen. Die Mission. Never should have stuck my head out. Ja, das ist ja noch lustig. Don't answer the phone to Lester Crest. Hast du schon gemacht? All right. Ich hab's schon gesehen, ja. Jetzt müssen wir irgend so einen Wasserfall hochfahren. Geil. Boah, wie geil. Mit dem Boot. Wie geil. Ja, ist doch geil. Okay, ich glaube, ich fahre. Sieht so aus. Und wir nehmen die Jetskis. Das Problem, die anderen können sich nicht festhalten oder so. Ein paar müssen mit den Jetskis fahren. Ja, und ich sollte hier langsam weg. Da vorne kommt Polizei. Dann fahr, fahr, fahr. Schätzchen, kannst du einen Kaffee machen? Also ich glaube, keiner von uns hat den Nickname Schatzi. Los, Schatzi, mach mal einen Kaffee, hä? Wenn du noch gesagt hättest, Bitch, mach mal einen Kaffee, dann hätten wir noch drüber reden können. Also ich hab's jetzt ganz gemütlich, sehe ich mal. Ach du Scheiße. Ja, also. Oh mein Gott, Hilfe, rück mich ab. Ich hatte einen kleinen Unfall mit dem Jetski. Echt, ja, Poppels? Ja. Explodiert? Irgendwie explodiert bei euch da irgendwie alles. Ja, ich bin dabei, ein paar Sachen abzuballern. Komm, steig ein. Oh, dein Jetski steht auf deinem Wasser. Ja, auf der falschen Seite von diesem Felsding, gegen das ich geknallt bin. Hättest du ja so machen können. Das ist eine Zeitgeschichte, ne? Du musst jetzt geradeaus und rechts. Da ist so ein Flussbett. Das ist hinter uns. Hinter uns? Nee, das ist ja doch. Vor. Ich hab gerade auf der Karte geguckt. Ah, Karte. Wir sind dran vorbei. Ja. Tatsache. Oh, Scheiße, umdrehen. Naja, bin ich ja schon. Das wird eine ganz knappe Kiste, wenn wir das nicht vernünftig schaffen. Wisst ihr, wo ihr hinfahren müsst? Ich habe auf der Karte nachgeschaut. Weil der gelbe Punkt ist irgendwo da hinten. Ich habe ja, den lilanen Punkt gesetzt, Onko, da musst du hin. Ja, der ist in diesem ruhigen See, in der Mitte der Map. Ach so. Das ist das Ziel. Vorsicht, Felsen. Genau so bin ich eben auch fast drauf gegangen. Ja, du kannst ja auch nichts. Ah, hier bin ich schon durchgeflogen. Oh, wie blöd ist das denn? Das ist ein Polizeiboot und es hat keine Sirenen. Deine. Oh, jetzt kommen wieder Bullen.
Also wir müssen den ganzen Fluss hoch, ne? Also bitte nicht. Okay. Ja, das ist ein Amphibienfahrzeug, damit kannst du auch über Land fahren. Max. Ja, das will ich sehen. Danke, Rockstar. Oh, jetzt hier Wasserfall. Cool, hier könnte man gut mal so eine Rifting-Tour machen. Mhm. Schön auf dem Felsen gelandet. Schau mal die Funken. Ja. So muss das. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Boot hier ist ein U-Boot. Wieso das? Weil es in den Wasserfällen komplett untertaucht. Okay. Oh Gott. Links hoch, ne? Nicht weg. Ja. Gegenseitig. Das hab ich auch gegen die Mauer. Oh. Nein! Ich bin ausgestiegen. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Vorne wartet 3 auf der Karte. Ja, ja. Scheiße. Ja, toll. Da sind sie. Ah, ein Witz, ich komm zurück. Das sieht aus, ne, mit dem Wasser, der kommt da ja nicht, kann da nicht durchlaufen und nichts. Du bist schon wieder da unten. Ja, der hat mich runtergespült. Ist jetzt ein Klotieftaucher? Wo willst du hin? Ja, ich hab für einen Moment geglaubt, Rockstar hätte eine Handbremse vielleicht eingebaut. Wie bist du denn gefahren? Ist ja alles kaputt hier. Guck mal, was mit meinem Ton los ist. Da kriege ich dann zu viel bei. Dann verpasst du aber gerade dieses wunderschöne. Oh, jetzt bin ich vom Boot runter. Jetzt sind wir beide vom Boot runter. Scheiße, das Boot ist oben, wir sind unten. Naja, zum Glück muss nur Avi ankommen, nicht der Rest. Komm, Boot, komm her. Das ist ja geil, wie ich hier rumgeschleudert werde. Ja, ne? Du kannst nichts machen. Aber wo ist jetzt hier unser Jet? Ja, der ist oben. Nee, der ist mir hinterhergefallen. Der hat einen Anker geworfen. Der ist aber hängen geblieben. Ja, der hat einen Anker geworfen. Ja, der ist da mittendrin. Ja, wenn wir geradeaus fahren, kommen wir auch wieder so ein schmales Luftbett rein. Dann können wir ja. Das Problem ist, dass wir die Polizei abschütteln müssen, bevor wir ihn ausliefern. Ja, wir kommen ja schon. Wir versuchen zumindest. Ich komme nicht gegen die Flut an, ey. Das ist eine Scheiße. Oh, jetzt. Ah, ne. Ah, ja. Oh, keiner. Jetzt. Oh, endlich. Ich habe mal einen Wegpunkt gesetzt. So, wir haben noch 3 Minuten 30. Ah, nicht so ein Stress, die Mission macht aber beim zweiten Mal noch Spaß. Fahr mal geradeaus, nicht hier links. Oh ja, wir sind oben! Naja, ja, aber ob wir mit dem Ding noch weiterkommen. Rauskomm, bitte Rockstar! Bei der links! Wir müssen den Heli abschießen! Was, wir müssen den Heli abschießen? Wir sind sogar nicht hier! Ja, sonst kommen wir nicht vor den Bullen weg! Wir brauchen euch aber gerade! Oh, ah ja, es fällt doch über Land! Sehr gut! Ja, danke, Rockstar! Wieder? Ja, wir sind jetzt gleich da! Wir haben nur ein Picknick eingelegt zwischendurch. Ja, wir haben noch 2 Minuten, da ist Alter, weiter, geradeaus in den Wasserkanal da weiter! Ach, da rein! So, wo ist der Heli, den wir abschießen müssen? Das sind 2! Bring mich zum Heli, ich kümmere mich drum. Wir haben ja noch ewig Zeit. Mhm, genau. Kommt uns mal ein bisschen entgegen. Die Schleuse ist zu. Ah. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Dann müssen wir jetzt Auto kaschen und irgendwie weiter. Nee, ich hatte da eben links von uns eine Mulde gesehen, wo man rein konnte. Da hast du gesagt, ich soll geradeaus fahren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. 1 Minute 20. Ja, natürlich. Wir brauchen ein Auto.
Ja, da steht auch schon eins. Wir sind jetzt auch da. Wir sehen uns euch schon. Helikopter ist down. Wir nicht. Los, draußen. Bitte? Wobei ihr auf der Karte rückwärts fahrt. Uah. Nein! Keine Zeit auf dich zu warten. Was? Alter. Ist da ist bestimmt irgendwo ein Boot an dem Pier. Komm hinterher. Ja, ja. Hier muss ich durch. Ich muss diesen Heli wegkriegen. Der ist doch schon weg. Nein, da ist noch einer. Ich sehe den sogar. Okay. Hier geht's zu Fuß weiter. Ja, ich bin schon mal ausgestiegen, vorsichtshalber. 30 Sekunden noch. Jetzt wird's knapp. Der Typ muss mitkommen. Der muss einen verfolgen. Also komm jetzt, du blödes Teil. Heli ist weg. Er weiß es nur noch nicht. So, ich hab ein Auto. Ich hab ein Quad. Ich hätte mich für den Geländewagen entscheiden sollen, aber ich hab den Lowrider genommen. Ich hoffe, das ist okay. Jetzt kommt er. Ja, das war's. Nein! Der Sender wurde gesprengt. Gesperrt. Ach, wir waren zu langsam. Ja. Ja. Ja, okay, müssen wir richtig Gas geben, ne? Ja, genau. Das Boot ist leider nur nicht schneller. Ja, wir waren ja am Anfang, haben wir auch die falsche Richtung gehabt, ne? Mhm. Eben. Jetzt wissen wir, wo lang. Und wir dürfen auf jeden Fall nicht im Wasser planschen gehen. Richtig. Wir brauchen euch, damit ihr direkt die Helis runterholt. Wir sollten doch auf jeden Fall alle in das Boot. Passt nee. Das? Ja, doch, das Ding hat eine gemütliche Sitzbank hin. Ja, dann ja aber da kann nur einer drauf. Wir können es ja probieren, aber da kann nur einer drauf. Die anderen fallen sonst raus bei den Wasserfällen. Ach, echt? Ja. Au. Okay, dann halt Jet. So. Müssen wir jetzt wieder hier rumschießen? Ah ne, wir müssen den nur abholen, ne? Jo. Also ich glaube, der Erste, der an der Tür ist, der fährt. Ja. Ja. Ach scheiße, ich will nicht fahren. Ich will schießen. Egal, ich fahre. Never should have stuck my head out. No, 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 it was cool. Eine Sekunde eher hätte er sagen können. Ist ja dann langweilig. Der hat übrigens Post, habt ihr gesehen? Nee. Da war dieser Wimpel hoch an dem Briefkasten. Achso. So, einer rein und F drücken, sonst fliegt er raus. Oder noch, guck mal, drück mal F. Kann noch einer sitzen? Ja. Ja, ich hänge hier nur gerade fest. Du kuschelst mit einem Fass. Wo schwimmt der hin? Ich hab F gedrückt, jetzt schwimmt er hier durch die Gegend. So, ich sitze. Ah, du kannst sitzen? Okay, let's go. Den Heli kriege ich nicht. Oh, der ist gelandet. Boah, der ist direkt hinter uns gelandet. Vorhin so falsch gefahren. Keine Ahnung. Ja, ich muss das machen, sonst verlieren uns die Bullen noch. Wäre doch schade. Da kann einer schon mal das Ziel zusätzlich markern. Hab's markiert als interessanten Ort. Oder gilt das nur für mich? Oh, aus dem Weg, aus dem Weg! Ja, ich bin auf dem Boot. Ja, du bist drauf. Sehr gut. Ah, verdammt. Warte, 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 warte. Ey, hier ist kein Platz mehr. Ich will hier hinten auf der Bank nicht kuscheln gehen. Nee, passt nicht. Komm nicht rein. Fahr. Komm denn da. Wo ist denn mein Jetski? Ich hol mir jetzt ein Auto, ey. Haben die eine Straßensperre am Fluss aufgebaut? Ja, oder? Auf der Brücke. Auf der Brücke, ja, das ist sinnvoll.
muss doch irgendein Fahrzeug Links. Geben. Ey. Ah. Ja, also mit 6 Minuten Zeit ist es schon angenehmer als mit 3. Ja, ich komme schon mit einem passenden Auto, damit wir weiterfahren können. Oh, was für eine Feuerkraft. Na? Na? Der Polizist ist tot in dem Boot. Ach so, deswegen bewegt er sich nicht mehr. Sieht auch ziemlich handlungsunfähig aus. Oh. Das ist eine geile Strecke hier zum Fahren. Muss man mal ein Rennen lang fahren. Mit viel Pech landet man im Wasser. Warum steht da Pause mitten in meinem Screen? Weil ich im Pause-Menü bin. Ach so. Soll ich den trockene Flussbett ansteuern oder? Also ich glaube am besten wäre es irgendwo. Ich kann es nicht markieren. Also ich komme gerade mit einem Taxi für euch, ne? Ein Taxi? Ja. Du bist aber zu langsam. Weiß genau. Ich bin doch von da. Schade, bist du zu langsam, ja. Mach mal, mach mal, die Flugzeuge kommen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, weil sonst fliege ich gleich aus dem Boot raus. Das wollte ich eigentlich nicht. Einfach schießen, hab ich auch gemacht. Ja, aber mit dem Raketenwerfer kann ich nicht schießen. Was? Wie hat er das überlebt? Warte, bleib mal stehen. Ich hab ihn erwischt. Er stürzt ab. So, wir fahren den Trott. Wir holen uns ein Auto irgendwie, oder? Ja. Wäre nicht schlecht. Wir müssen aber noch die Cops abschütteln. So, schnell ein Auto kriegen, solange kein Cop gerade in der Nähe ist. Eins mit 4 Plätzen am besten. Ach, da ist... Über Polizeiwagen. Los, Polizeiwagen gehen. Ach, der Typ muss so einsteigen, der ist noch nicht eingestiegen. Derjenige, der am nächsten dran ist, verfolgt er. So war das irgendwie. Wo ist er hin? Da hinten rennt er doch. Los, hol den, hol den! Geradeaus, Onko. Onko, geradeaus. Geradeaus, da hinten, auf dem Parkplatz. Nicht da. Der hat mich runtergedrängt, hast du es gesehen? Nein. Der, ach, der, was, der fährt jetzt selber? Der hat sich selber ein Auto genommen. Geil, was? Okay, super. Beschützen. Aber der fährt so langsam. Der ist ausgestiegen, der ist ausgestiegen. Oh nein, nicht zerquetschen. Wo ist denn der jetzt? Ich muss jetzt nicht explodieren, wo ist der? Das Auto hat lassen. Nein, was macht der denn? Der steigt noch nicht mal ein. Der hängt an der Seite fest. Ich bin auch tot. Ja, scheiße, dann war's das. Oh, übel. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum ist der ausgestiegen?
Der hat einen Platten gehabt. Aber wie viele Bullenwagen da standen, ne? Fuck. Und dann hängt er sich einfach ans Auto dran. Das ist halt ein ganz cooler Junge. Ein Spacken ist das, ey. Voll der Player. Der verhält sich, wie er aussieht. Wie ein Vollidiot, ey. So, also wer möchte das Boot fahren? Ich. Unsere kleine Bitch fährt das Boot, oder? Genau. Okay. Dann brauche ich auch eigentlich nur alleine eben zu diesem Haus zu rennen und ihr könnt da stehen bleiben. Ja. Könnt ja schon mal den Felsen bereinigen und in Augenschein halten. Jetzt läufst du doch dahin? Ich dachte, ich soll fahren, okay. Wir müssen zum Boot. Wer ist denn jetzt hingelaufen? Ach, Dackel wieder, ne? Ach so, sollte ich nicht, oder was? Nee, du musst zum Boot fahren. Warum soll ich denn keinen Boot? Achso. Wir können ja tauschen. Bei mir ist das egal, also... Mir auch, ich fahr eh Jetski. Obwohl, Alex, kannst du nicht einen Hubschrauber rufen? Nee, nicht während der Mission. Nicht bei einem Job, also bei einem Heist-Job. Na, schade. So, was los? Kommt er? Kannst langsam losfahren. Jetzt Vollgas geben. Ich hätte gern gesehen, wie er rausfällt. Ja, das glaube ich dir. Oh, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Wenn Bullen fliegen. Da ist noch ein Boot hinter uns. Hinter uns ist ein Boot. Ein Polizeiboot. Das bin nicht ich. Nein! Bis später. Ausgestiegen? Ich wollte nur aufstehen, nicht aussteigen. Ja, das ist mir eben auch passiert. No. Verdammt, ich habe vergessen, dabei eine Richtungstaste zu drücken, ey, damit er sofort diese Bewegung danach abbricht. Sorry, Leute, hier bin ich. Fahrt los. Setz dich hin. Wer fährt denn gerade den Jet? Ach, du, ne? Also ich sitze auf einem Jetski, ja. Ich bin schon mal vorgefahren und gucke, ob ich gleich vielleicht die Straße bereinigen kann. Auf jeden Fall brauchen wir ein Auto. Es wäre besser, ja, wenn du das eins hinstellen könntest an der Brücke. Wieso wechseln wir eigentlich nicht schon viel früher vom Boot auf Fahrzeug? Weil die Straße hier total scheiße ist. Genau, wir brauchen länger mit dem Auto. Nee, das dauert nicht länger. Ich bin ja gerade mitgefahren, war dann bei euch da, wo ihr am ausgestiegen seid. Aber es ist echt kacke zu fahren. Ach so, du glaubst, der Wasserfall ist besser. Ja, der macht auch Spaß. Hier ist also, der Fun-Faktor. Rockstar weiß also, dass es also, über den Wasserfall einfacher ist. Ich habe hier tatsächlich gerade eine Möglichkeit gesehen, wo man leicht mit dem Boot vom Boot gehen kann und aufs Auto. Mit dem Boot auf das Auto? Okay, dann machen wir das doch. Das wäre eine coole Sache. So hinten also einfach auf so einen Chuck genau aufspringen. Da. Das also ist da, wo die Boote kommen, an der großen Brücke. Ich suche gerade ein Auto. Okay, ein Quad kann ich nicht benutzen. Der sieht doch gut aus. Also was denn? Sollen wir umsteigen jetzt hier, wo du bist, oder was? Ja. Dann also ich hab hier einen Geländewagen. Ja, die Straße hoch. Fahr einfach die Straße hoch. Kein Problem, ist ein Amphibienfahrzeug. Und raus.
Wollte gerade sagen, hier passen nur 4 rein. Oh, toll, ich werde immer stehen gelassen. Auto, halt ja, wartet mal, nehmt mal ihn mit und lasst mich hier stehen. Nein, nein, ich nehme hier. So, steig ein. Wo willst du denn hier bleiben? Guck mal, da ist noch ein Auto. Los jetzt, komm, 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 komm. Rein hier. Komm, fahr. Fahrt. Steig ein. Etwas weiter hinter kommt eine scharfe Linkskurve. Bloß nicht runterfallen. Ja. Dann landen wir im Wasser. Ich werde vom NPC überholt. Das da ist ein Sand King, links von uns. Alles okay? Hm? Ja. So, hier ist die scharfe Kurve. Bisschen vorsichtig. Ah. Nailed it. Ich fand die Karre jetzt nur irgendwie angenehmer. Bei meinem Fahrstil. Na. Überflüssigen Bauteile erstmal lösen, um Gewicht zu sparen. Das sieht von der Zeit zwar gut aus, aber das gleich. Vielleicht haben wir Glück und jetzt haben wir kein so großes Polizeiaufgebot, weil wir ja nicht mehr mit dem Boot unterwegs sind. Doch, das kommt. Das pass auf, das kommt okay. Automatisch. Pass auf. Am besten jetzt hier links abbiegen, hochfahren. Komm, komm. Was? Links? Fahr. Jetzt ist zu spät. Nee, ey, wir haben 3 Minuten nur noch. Der Motor ist nicht überflüssig, vor dir, alles. Nee, aber die Teile drumherum. Nee, ich meine nur. Ja, ich wollte nur die Abkürzung. Damit du rechtzeitig aufhörst, weißt du? Ja, wir müssen ein bisschen Gewicht sparen bei der Karre hier. Fahr links auf den Hügel. Links den Berg hoch. Bin dabei. Die Karre will nicht. Nein, weißt ich meinte Onko. Ja, hab schon Geländewagen unterm Arsch und komm den Berg nicht rauf. Aber ich roll ihn runter, das ist auch geil. Hey, wie kommt jetzt weg? Du musst gleich wieder runter. Links von rechts uns runter. Ist noch einer. Rechts runter. Komm nicht an den Helikopter raus. Ran. Dann sag doch was, bleib ich stehen. Wir haben doch keinen Stress. Nein, hey, der ist zu hoch, nicht. Der ist über uns, ich kann nicht schießen. Fahr, fahr. Nee, die sind weg. Okay, let's go. Hat jemand die Markierung gesetzt? Scheiße, jetzt nicht. Ich weiß wohin, aus. Aber wir müssen die erst die Sterne loswerden. Steig wieder ein, Alex. Nee, zu Fuß werde ich die Sterne schneller los. Da kommt schon wieder ein Heli. Da kommt kein Heli. Okay. So, let's go. Das wollte ich auch gerade. Ne, wir müssen warten, bis die Sterne weg sind, deswegen. Oh, da ist noch ein Heli, die rechte Seite. Oh. Zu früh gefeuert. Noch 1:30 Minuten, wir müssen. Fahr mal ja, weiter. Von hinten kommen Helis, ihr müsst weiterfahren. Runter da, runter! Aber links halten, wegen dem Bullen. Jo. Scheiße, nicht der Heli, ey. Jetzt sind wir in der Suche. Ja, und dann. Was schießt auf uns? Der nächste Heli schießt auf uns. So, jetzt haben wir! Komm zu mir, hier ist alles gut. Scheiße. 1 Minute. Bräuchte die Hilfe. Bloß nicht sterben. Ja, du kannst da oben. Doch, der kann ruhig sterben da oben. Sieht gut aus, sieht gut aus. Komm, fahrt runter, hier sind keine Bullen.
Schneller, schneller, da schneller. Kommen aber gerade welche. Nein, die stehen links, da hinten. Links. Fahr runter. Ich bin auch hier unten auf der Straße. Ja, jetzt haben wir. Los. Pass auf, die können immer noch kommen. Ja, wenn ja, die kommen, denke ich jetzt. Ja, nein, hier kommen keine mehr. Hier. Ah. Zack, hier rein. 15 Sekunden. Ja, passt. Boah. Sehr gut. Das hat mich jetzt unglaublich viel an Raketen gekostet. I don't have the Pacific Standard Frequency here. I don't have my tools. Ain't that convenient. I've got some tools. Come on. Let's throw me back at your place. And don't worry. Na bitte. The transponder will be ready for the job. Aber ich muss jetzt Schluss machen für heute. Jo. Was mitten im heißt? Ja, es ist 12 Uhr, hallo? Ja und? Morgen früh wieder raus. Du ja nicht, ich weiß, aber ich schon. Naja, ich genauso. Ich muss 7 Uhr aufstehen. Aber wir können morgen Abend weitermachen, das ist ja nicht das Ding. Aber mir reicht's. Ich brauche meinen Übermorgen Schönheitsschlaf. Ist noch ein Feiertag. Übermorgen? Montag? Übermorgen. Genau. Ja. Freitag. Wir haben heute Mittwoch. Freitag, Freitag ist auch ein Feiertag? Ja, 1. Mai. Ach scheiße, ist schon wieder 1. Mai. Ja, dann passt das doch alles. Muss ich trotzdem morgen arbeiten gehen. Ja, morgen. Aber ich hatte sowieso für morgen Abend halt Tanz, beziehungsweise Stream in den Mai geplant, deswegen... Stream in den Mai, ja. Ja. Das klingt gut. Ist zwar keiner da, weil die alle tanzen, aber... da bin ich dabei. Also, das mache ich dann auch. Dann können wir weiter hier rumdaddeln von mir aus. Yep. Warte, ich muss mal eben hier... Ach, jetzt ist der im Passiv. Ups, das ist falsch. Hast du mich da geschlagen? Nein, ich hab dich doch nicht geschlagen. Jetzt hab ich dich geschlagen. Aua! Entschuldigung. Aua. Ich muss mal eben ein bisschen Geld abheben. Ich glaube, mein Motorrad verliert Öl. Mein Motorrad hat rotes Öl. Danke, Rockstar. Was ist das denn jetzt? Das war... Ja, ich hab mich auch schon dabei aufgeregt, dass das Ding zu ist. Du willst noch mitkommen zum nächsten Laden? Ich will gar nichts. Ich mach jetzt hier alles aus und verabschiede mich und... Dann rauche ich mir noch eine Tüte, dann ich will bei dir einsteigen. Hier kommt ein Sand King. Das da ist ein Sand King. Was? Das ist das Auto hier? Ja. Ah, okay. Er ist aber nicht sehr cool. Damit kannst du aber keinen überfahren. Ey, das Ding ist so geil, du kannst damit komplett über Autos fahren, egal wie hoch. Das klingt auf jeden Fall gut. Guck mal, jetzt haben wir 2 Zuschauer gekriegt oder 3 oder 4. Ganz viele auf ja, jeden Fall. Und dann müssen wir weitermachen. Jetzt, wo ich ausmache. Haha, selber schuld, Zuschauer. Aber ihr könnt ja den Kanal abonnieren. Dann seht ihr, wenn wir morgen weitermachen. Das war gut, ne? Boah, so eine Cross-Selling-Aktion hier. Ja. Schön, wie ich dich erschieße. Warum bin ich denn jetzt hier schon wieder alleine? Sitzt du nicht bei mir im Auto? Nee, du hast mich irgendwie rausgeschmissen. Nee, ich hab dich nicht rausgeschmissen. Ich glaube, du bist wieder vom Server geflogen, beziehungsweise aus der Sitzung. Schade, dass mein Scharfschützengewehr gerade leer ist. Jetzt hätte der Dackel jetzt ein Loch im Kopf. Wo willst du denn hin? Boah, hier so eine Cross-Maschine muss ja auch geil sein. Aber eine Sanchez? Ist cool. Ich muss ins Bett, hilft alles nichts. Stimmt, der hat ein guter Schuss, ne? Okay, ich habe mich gerade mal kurz auf den Elektromast gelegt. Liegt man da denn bequem?
Der Rücken sagte oder sah aus, als würde er Nein sagen. Also. So, ich bin raus. Nach die Wahl. Homer Simpson rein. Dann, wenn irgendwas ist, da komm einfach hier im Teamspeak, wenn du Bock hast zu zocken. Ja, okay. Wenn keiner da ist, bleib einfach hier. Bis einer kommt. Forever alone. Das kann übrigens erfahrungsgemäß einige Stunden dauern. Oder du schreibst halt irgendwie einem Spiel an, das geht auch. Manchmal auch Tage. Oder Wochen. So, tschüss. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Hey, da vorne ist endlich eine Tankstelle. Ich könnte mir auch ein paar Snacks kaufen. Das ist eine gute Idee. Ja, und Kippen und Pisswasser und Cola. Einfach mal alles leer kaufen. Ich brauche auch Pisswasser. Ja, hier bei uns gibt es Pisswasser. Du bist ja ohne mich weggefahren. Nee, du hast den Server verlassen, meinst du? Ich bin doch immer noch hier auf dem Server bei euch. Nein. Doch, ich stand neben Dackel. Und den habe ich auch gerade noch umgehauen gehabt. Aber der Ton ist auch kaum auszuhalten. Ich hoffe, der ist im Livestream nicht auch so beschissen. Okay. Aber ja, das hoffe ich auch. Ich gehe davon aus, dass er so ist. Wieder 2 Stunden Videomaterial für die Tonne. So, jetzt muss ich noch Munition holen, neue. So. Du hast mein persönliches Fahrzeug.